Hey Leute, ich bin's wieder, der gut riechende Mann aus dem Internet. Kennt ihr das? Schwitzen ist nicht geil. Klar, das ist unsere biologische Klimaanlage und irgendwie schon ganz cool, aber könnte unsere körpereigene Kühlflüssigkeit meine Nase vielleicht etwas weniger aggressiv penetrieren? Ich habe echt keinen Bock, wenn ich montagmorgens in die U-Bahn steige, Manfreds Ausdünstungen vom Wochenende erschnüffeln zu müssen. Wenn jemand nach einem durchzechten Wochenende ohne Dusche vor sich hin transpiriert, dann stehe ich jedes Mal kurz davor, meinen Mageninhalt auf den Boden der Bahn zu transpirieren. Schweiß stinkt. Das Einzige, was den Geruch eines ausdünstenden alten Sacks noch toppen kann, ist ein vor sich hin kohlender Asch. Becher an der Haltestelle. Ein tiefen Zug durchs Riechorgan und du bist einfach hellwach und innerlich tot. Ja, Schweiß an sich müffelt nicht, aber dafür die Bakterien, die sich einen Snack unter euren Arm beugen gönnen. Stinkt halt trotzdem. Glücklicherweise haben sich die klugen Köpfe der Hygieneindustrie schon vor langer Zeit Gedanken über unsere weniger angenehm riechenden Körperflüssigkeiten gemacht. Leute, schon in der Antike gab es erste Vorläufer vom heutigen Deo. Und trotzdem gibt es heute noch Menschen, die das Konzept davon offensichtlich nicht verstanden haben. Wir reden heute also über die Ex-Werbungen. Ex ist ja dafür bekannt, Werbung zu machen, die irgendwie immer ein bisschen weird waren. Und wenn man sich die Spots heute mal anguckt, sind die einfach so richtig hart daneben. Die Kernaussagen waren halt irgendwie immer, dass du als Mann einerseits irrelevant bist, wenn du keinen Ex trägst und Frauen gehirnlose und geruchsgesteuerte Wesen sind. Wir Männer sind schwanzgesteuert und Frauen nasal koordiniert. Ich meine, könnt ihr euch noch an die Werbung mit dem Schokoladenmann erinnern? Der Dude sprüht sich morgens mit Ex Dark Temptation ein und wird danach einfach ein lebensgroßer Schoko-Weihnachtsmann, nur ohne Weihnachten und ohne Geschenke. Aber dafür mit fucking unheimlichen Augen. Es gibt ja Blackfacing und es gibt Black Temptation. So, ich bin ja auch nicht immer politisch korrekt, aber das ist schon so eine PewDiePie-Brückennummer. Das könntest du halt nicht mehr bringen. Oh Gott, tötet es, bevor es Schokoeier legt. Und dann lasst uns ein Schokofondue draus machen. Ihr seid alle eingeladen. Auf Lukes Balkon. Aber abgesehen davon, dass dieser Typ einfach nur fucking unheimlich ist, finde ich die Darstellung des Verhaltens der Frauen ziemlich fragwürdig. Leute, auf Twitter würde einfach der dritte Internetweltkrieg ausbrechen, wenn du so Werbung für ein Männerdeo machst. Wenn man nicht wüsste, dass das Teil einer Werbung für Deo ist, könnte man glatt denken, dass das ein Porno für Schokohasen und Weihnachtsmänner wäre. For real, zieht euch den Gesichtsausdruck unseres Protagonisten rein. Dieses Grinsen und diese toten Augen schreien ja förmlich. Oh ja, schlägt mal richtig. Bin ich bisher davon überzeugt, mir das Deo zuzulegen? Nein. Ich schwitze nur in der Sonne, aber ich schmelze nicht. Und das kann auch gern so bleiben. Vielleicht ist das auch daher bedingt, dass ich wenig Bock habe, dass mir ein Stück von meinem zarten Gesäß abgebissen wird, während ich im Bus stehe. Yummy. Ex hat damals in der Beschreibung für ihren Schokoduft übrigens einfach den Gamon-Move gemacht. Falls euch Gamon nicht sagt, das ist ein Endgegner bei Zelda. Nein, nein, ist es nicht. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jedenfalls verspricht uns das Unternehmen von Unilever den Ex-Effekt. Was das ist, fragt ihr euch? Nun, einfach gesagt ist das eine gesteigerte Beliebtheit bei Frauen. Aber lassen wir die damalige Beschreibung von Dark Temptation doch einfach mal selbst für sich sprechen. Der Geruch von Schokolade bringt das weibliche Geschlecht auf Hochtouren. 75% der Befragten finden den Duft von Schokolade unwiderstehlich. Mehr als die Hälfte der Frauen geben sogar zu, dass sie mit Schokolade schnell in Stimmung kommen. 61% kommen also schneller mit Schokolade in Stimmung? Ich komme auch schneller mit Schokolade in Stimmung. In Stimmung mich zu übergeben, wenn ich das lese! Schokolade ist Verführung pur. 97% der Umfrageteilnehmerinnen können der schokoladigen Versuchung nicht widerstehen. 66% der Frauen denken mindestens einmal täglich an das eine. Und damit ist nicht das leidenschaftliche Zusammentreffen zwischen Mann und Frau gemeint. Er, der Duft, lässt Jungs so unwiderstehlich werden, dass Frauen am liebsten sofort anbeißen würden. Ich denke jeden Tag auch an das eine. Und damit meine ich, dass ich mir jeden Tag die Frage stelle, wer sowas abnickt. Genau wie die Apollo-Werbung mit dem Astronauten. Kennt ihr die noch? Ich habe euch mal zwei Apollo-Spots rausgesucht. Der erste Spot zeigt uns die Geschichte, wie Model-Feuerwehrmann Sam eine junge Frau aus einem brennenden Haus rettet. Er kommt in allerletzter Sekunde, doch mutig wer ist, stürmt er hinein und rettet die holde Maid. Also ich war jetzt selbst noch nicht bei der Feuerwehr, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das hier die unbedingt realistische Darstellung eines Einsatzes ist. Der Dude rennt da einfach alleine rein. Seine Kollegen haben zwar noch versucht, ihn aufzuhalten, machen aber jetzt vermutlich mit dem Schlauchtruppführer ein Barbecue oder so. Was war das denn jetzt für ein seltsamer Move? Okay, ich verstehe gar nichts mehr. Ich glaube kaum, dass es eine gute Idee wäre, in einem brennenden Haus eine feuerfeste Jacke auszuziehen. Auch nicht, um sie einer hübschen Dame umzulegen. Leute, ist euch auch so warm wie mir? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das ähnlich verhält wie mit den Sauerstoffmasken im Flugzeug. Zieh zuerst deine eigene über, bevor du jemandem anderem hilfst. Denn wenn du selbst drauf gehst, kannst du keinem mehr helfen. Und genauso wenig kannst du jemanden aus einem brennenden Haus holen, wenn du selbst überall kleine Brandherde auf deinem Körper hast. Glücklicherweise hing da gerade ein Seil rum, an dem unsere Heldenversion von Sam seinen Karabiner einklinken und mit der Geretteten die Seilrutsche runter. Leiden kann. Frau wird vom männlichen Mann aus brennendem Brand gerettet. Okay, cool.
Aber war jetzt immerhin nicht wie die Schokomann-Werbung. Leute, ist ganz schön heiß hier, ne? Nichts schlägt einen Astronauten. Werde auch du Astronaut und gewinne mit dem neuen AXS Apollo eine Reise ins All. Jetzt bewerben auf AXS.de. Okay, wow. Ich revidiere das, was ich soeben gesagt habe. Warum ist jetzt auf einmal ein Astronaut? Wo zum Teufel kommt der her? Und wieso ist der Dude, der dir gerade das Leben gerettet hat, auf einmal nicht mehr interessanter als eine halb erkaltete Lasagne? Vielleicht war es ja auch das Raumschiff des Astronauten, das den Brand überhaupt erst verursacht. Schon mal darüber nachgedacht? Aber das wäre ja nicht die einzige Apollo-Werbung, die AXS uns zum Besten gegeben hat. Na, könnt ihr noch? Ich hoffe doch. Immerhin habe ich euch ein bisschen Budget Baywatch mitgebracht. Okay, also, uff. Habt ihr mal versucht, unter Wasser eine schnelle Bewegung zu machen, geschweige denn jemanden zu boxen? Ihr könnt einfach der Hulk sein und werdet euch trotzdem nur im Schneckentempo fortbewegen können. Selbst Superman würde unter Wasser so langsam zuschlagen können, als hätten die Eisklimmer ihn in Smash eingefroren. Aber unser Nachwuchs Hasselhoff wird einfach full Rocky Balboa und klappt den weißen Hai weg, als wäre er ein Anti-Stress-Wasserball. Vermutlich konnte er das aber auch nur machen, weil er mit dem neuen AXS Apollo eingenebelt war und dadurch einfach seine Maskulinitätsstat auf over 9000 angestiegen ist. Die gerettete Frau aus diesem Clip wird sich aber doch sicherlich erkenntlicher zeigen als die erste, oder? Nichts schlägt einen Astronauten. Warum sind jetzt hier überall plötzlich Astronauten? Warum laufen die auf der Erde mit ihrem Anzügen rum? Vielleicht gibt's auf der Erde einfach keinen Sauerstoff mehr, weil alle mit AXS rumsprühen. Kommen die aus einer anderen Dimension? Sind das alles Schiffbrüchige, die mit ihrem Raumschiff abgestürzt sind? Wurden die von Scotty versehentlich nach unten gebeamt? Und wieso vergessen die Frauen einfach, dass ihnen gerade das Leben gerettet wurde, sobald sie auf die Bühne kommen? Ist das wirklich AXS? Ist das alles, was ihr könnt? Mal ehrlich, hättet ihr nicht einfach Werbung machen können wie 1998? Mit ein bisschen weniger fragwürdigen Rollenbildern, Spots in den Frauen nicht komplett pheromongesteuert dargestellt werden? Sowas hier? Manche versuchen alles, um ihn zu bekommen. Apollo, der neue Duft von AXS. Wann wurde das bitte von sowas hier abgelöst? Ich präsentiere AXS, Leder und Cookies. What? Also wenn das gut riecht, dann renne ich nackt über die Autobahn. Okay. Leder und Cookies. Ganz genau. Hey, 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 hey. Immerhin haben wir nicht mehr wirklich eine sexistische Darstellung von Frauen. Dennoch dachte sich die Werbeabteilung wohl, je mehr nackte Haut, desto guter. Und, warte mal, soll ich einmal ganz kurz was verraten? Das da ist, kein Laufen. Bei ihm läuft nicht, bei ihm steht. Aber immerhin weisen sie uns darauf hin, dass man die Szene bitte nicht nachmachen soll. Weil sie mit professionellen Fahrern auf einer abgesperrten Straße gedreht wurde. Ja, no shit, Sherlock! Wer sich nackt auf eine dreispurige Autobahn stellt, bekommt von mir ganz persönlich den Darwin Award aufs Grab gelegt. Und wieso sollte man überhaupt auf die Idee kommen, nackt über eine Autobahn zu rennen, nur weil irgendwas gut riecht? Ich find's ja gerade noch so glaubhaft, dass daran gezweifelt wird, ob der Mix aus Keksen und toter Tierhaut gut harmonisieren kann, aber WTF? Ich sag ja auch nicht, wenn Luke mich zum Grillen einlädt und ich wirklich was zu essen bekomme, laufe ich nackt durch den Tiergarten. Wobei, das wird wahrscheinlich nicht mal irgendjemandem auffallen. Es ist Berlin, Leute. Aber die Jungs und Mädels von Unilever haben natürlich noch mehr außergewöhnliche Gerüche für uns im Petto. Fresh Forest und Graffiti zum Beispiel. Leute, vielleicht hatte die Domina von einem Mitarbeiter mal Bock auf Kekse bei der Arbeit und dadurch ist Leder und Cookies entstanden. Okay. Aber frischer Wald und Graffiti? Ich meine, ich mag den Geruch von Wald, aber ich finde nicht, dass ein Mensch so riecht nach Moos, Erde, einem Blatt. Und seid ihr mal an einem frisch gesprayten Graffiti oder an einem neu lackierten irgendwas vorbeigelaufen? Der Duft löst in mir vieles aus, aber sicherlich nicht ein Gefühl von, oh ja, so möchte ich riechen. Na ehrlich, es hat einen Grund, dass Sprayer einen Mundschutz tragen, wenn sie unsere Welt ein bisschen bunter machen. Und ja, ich kann es verstehen, wenn manche Leute die Gerüche mögen. So wie der Geruch an der Tankstelle, von Klebstiften oder von Nagellack. Aber die sprühen sich ja jetzt auch nicht Terpentin unter die Achsel. Von den Machern von Leder und Cookies, das neue AXS Fresh Forest und Graffiti. What? Fresh Forest und Graffiti? Hey, AXS, wenn das jetzt auch noch gut riecht, komme ich nackt auf eure Party. Okay. Was ist eigentlich das Problem von diesem Typen? Und ich hoffe sehr, dass die Frau ihm jetzt einfach ordentlich eine scheppert. Sie würde ja wohl kaum locker easy ansehen, dass da auf einmal ein nackter Mensch mitten in der Crowd steht. Das ist einfach nicht cool. Fresh Forest und Graffiti. Ganz genau. Jetzt neu. AXS Fresh Forest und Graffiti. Ja, genau. Zeig mir eine normale Party, in der alle ein bisschen rumdancen und es total okay finden, wenn er so ein Nackedei aufplöppt und sich den irgendeiner durch die Nase zieht. Aber ihr denkt, dass der nackte Dude jetzt das Seltsamste ist, was AXS auf Lager hat? Tja, dann kennt ihr wohl AXS nicht. Nette Zunge.
Das neue Axe Wild. Green Mojito und Cedarwood. Entdecke deine wilde Seite. Wieso frisst deine Mücke? Und wenn meine Zunge mutiert, weil ich Axe Wild benutze, weiß ich wirklich, wirklich, wirklich nicht, ob ich das benutzen will. Das ist irgendwie so eine Tschernobyl-Fukushima-Horrorvorstellung. Das finde ich jetzt nicht so geil, wenn irgendjemand meine Santana Signature PRS-Akustikgitarre ansabbert. Stell dir vor, sie hat eine Klarinette dabei gehabt. Das ist halt sau eklig. Und die drei anderen sitzen da auch echt leid verstört, während sie ihm Komplimente für seinen Waschlappen macht. Dabei leckt er eigentlich nur die Seiten und sie macht die Griffe. Ich kann auch mit meinem Arsch Trompete spielen, solange jemand anderes die Knöpfe drückt. Leute, ich weiß, ich habe gesagt, wir schauen uns heute die Axe-Werbung an, aber es gibt noch eine andere Marke, die es geschafft hat, dem Ganzen wirklich die Krone aufzusetzen. Einige von euch wird Gamon wohl ein Begriff sein. Wir werden begrüßt von atmosphärischer Klaviermusik. Damit ihr jetzt aber nicht die nichtssagenden Gesichtsausdrücke der Models ertragen müsst, hier einmal einen Schnelldurchlauf. Philipp, doppelte Geschwindigkeit! Schnell, schnell, hopp, hopp! So, dann wollen wir mal Stück für Stück die Beschreibung der Düfte ansehen und hören. Ja. Definitiv eher. Ja. Aha, definitiv er, also wer denn jetzt? Wer ist er? Der Mann im Moment, der dessen Namen nicht genannt werden darf? Imperator Palpatine, NordVPN, von wem redest du, Alter? Oh, schön. Erfahren, intelligent, hoffentlich charmant. Oh, guck mal, die Dame beschreibt mich. Nach diesem vollkommen überzeugenden schön, frage ich mich. Kann man überhaupt schön riechen? Kann man nicht nur schön aussehen? Aber wahre Schönheit kommt ja von innen heraus. Und wisst ihr, was da auch noch herkommt? Ja, genau! Das riecht weder schön noch gut! Und wie riecht eigentlich Intelligenz? Haha, ja, Malte, du weißt das natürlich nicht, weil du dumm bist. Gamon verkauft insgesamt 4 Düfte. Das schwarze T-Shirt, den schwarzen Anzug, die Lederjacke und den schwarzen Hoodie. Dort werden Duftnoten als frisch, fruchtig, holzig und süß angegeben. Leute, ich kann einfach riechen wie ein Dachbalken aus dem Baumarkt. Die 257ers haben quasi ein Lied für mich geschrieben. Aber nirgendwo auf der Seite wird mir versprochen, intelligent oder erfahren zu riechen. Stylischer junger Mann, der erfolgreich bei Frauen ist, würde ich sagen. Stylischer junger Mann, der Erfolg bei Frauen hat. Das kann dir an einem Glückskekszettel erschnuppern. Riecht ihr das auch? Hier stinkt's nach Bullshit und dafür brauche ich nicht mal einen Perform-Tester. Und ich sag's mal so, ich könnte vielleicht besser verstehen, was du sagst, wenn mir nicht irgendein Fallobst ins Ohr summen würde. Wie findet ihr das, wenn meine Videos sich ab sofort so anhören würden? Und weiß auf jeden Fall, dass man Frauen mit dem Duft anziehen kann. Nein, das funktioniert mit Motten und Licht und mit Ratten und einer Flöte, aber bestimmt nicht mit Frauen und Nasalbereicherungen. Ich wusste auch gar nicht, wie einfach es anscheinend ist, Frauen zu beeindrucken. Könnt ihr euch noch an diese riesige Welle der Pickup-Artists erinnern, die mit fadenscheinigen Tricks irgendwie versucht haben, Frauen aufzureißen? Vergesst den ganzen Mist. Gamon ist alles, was ihr braucht. Ein so starker Einsatz des Geruchsorgans und der unmittelbar daran anschließenden Euphorie kennt man ja sonst noch von diversen YouTuber-Partys. Aber halten wir mal fest, die riecht an einem Stück Papier, was mit ein wenig Duftwasser beträufelt wurde und unsere überzeugenden Darstellerin können erschnüffeln, dass der Mann erfolgreich bei Frauen ist. Frauen mit dem Duft überzeugt. Zeugen kann und außerdem noch ziemlich sexy ist. Und sie fangen spontan an, Fortnite-Tänze zu tanzen. Mit dem Duft kann man also einige Frauen kriegen, ja? Charakter ist ja völlig egal, solange man einfach nur gut riecht. Scheiße, habe ich schlechte Chancen, Philipp. Ich glaube, hiermit würde man einige Frauen kriegen. Ich wusste ja nicht, dass man, um das Ja-Wort zu erhalten, einfach nur gut riechen soll. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich mich auch irgendwann mal gewaschen. Und ich weiß nicht, ob sich die Dame hier so kaputt lacht, weil sie ihren Witz so lustig fand oder sie die Scheiße, die sie da redet, selbst einfach nicht glauben kann. Ich weiß nicht, so riecht mein Traum, Mann. Wirklich. Okay, wow, was für ein Schlusswort. Ich weiß nur, wie mein Traumpartner nicht riechen sollte. Zum Beispiel nach Frittenfett. Und ja, Fritten riechen gut, aber Menschen, die nach Fritten riechen, riechen halt nicht so, wie Menschen riechen sollten. Aber den Geruch, wie mein Traummann riechen sollte, da habe ich mir einfach noch keine Gedanken darüber gemacht. Und das finde ich auch irgendwie ziemlich abwegig. Rennt die dann automatisch jedem hinterher, der dieses Parfüm drauf hat? Und was war in der Zeit, in der es das Parfüm noch nicht gab? Hatte die da überhaupt eine Vorstellung von ihrem Traummann? Oder war ihr Prinz schon immer ein Mix aus Holz und Pfefferspänen, vermischt in Patchouli, Öl und Kardamom, angereichert mit einem Hauch von Tabak? Riecht ihr den Fehler bei der Logik nicht? Get the fuck out!